Einen wunderschönen guten Tag zu Hause an den Bildschirmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tease Me. Ich habe mir Andy und Steven nach der letzten Kino-Plus-Sendung geschnappt und wir wollen noch ein paar Trailer schauen, denn es ist einiges rausgekommen. Oh ja, das ist spannend. Ich habe nichts geguckt. Du hast nichts geguckt, deswegen dann direkt feuerfrei. Oh, hier, das ist Primal, zweite Staffel. Ich freue mich richtig drauf. Da gibt es eine erste Staffel von? Ja. Fünf? Was? Gendry, hier, wie heißt der? Tarkakovsky. Der hat diese Urzeitserie gemacht. Das sind noch nicht vier Folgen, ich glaube sechs oder acht. Über die Freundschaft zwischen einem Urzeitmensch und seinem Dinosaurier. Ja, und jetzt geht's weiter. Finde ich geil. Oh, das ist ja wo weird. Läuft die? Adult Swim. Das war immer hier so ein bisschen schwierig, dass man die irgendwie hier zu sehen bekam. Ich würde mal sagen. Bitte, was sagst du? Genau, also über Sky würde man die, glaube ich, bei uns am ehesten sehen. Schade, die hätte ich ja gerne mal gesehen. Ne? Aber kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Aber die gibt es dann noch. Über Skype. Ja, ja, ich glaube, ich habe die noch auf DVD, gebe ich dir. Geil. Und vor allem, das Schöne ist, die reden nie ein Wort. Ne? Also es wird kaum das geredet. Ach so. Es sind immer nur kurze Episoden und alles meistens wortlos. So. Und der Typ macht sowas häufiger? Oder ist es so? Der hat auch damals, kannst du dich vielleicht noch erinnern, es gab mal eine Clone Wars Zeichentrickserie. Ja. Und das hat der auch gemacht. Ah, okay. Und der ist halt also sowas mache ich gerne. Ja. 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 Ist vor allem Guilty Pleasure. Ist vor allem ein Look, den man Jahrzehnte nicht gesehen hat. Nee, genau. Deswegen, ich freue mich auch sehr, weil die Geschichten waren schon immer ziemlich cool und auch. Ja, cool. Also, der hätte ich gerne mal die erste Staffel, gucke ich mir mal die. Ja, glaube ich. Ja. Ziehe ich auch mal nach. Gut, so, next one. Oh, hier, der halb Hollywood im Film, ne? Keine Ahnung, was du da tust. Entschuldigen Sie. Oh, bitte. Deutsch, okay. Hallo. Du hast einen toten Weißen in einer Bretterkiste. Nicht mal einen Sarg. Nicht mal einen Deckel. In der Kiste aus Eisen. Ja, da sind ja alle dabei. Wer kommt da wohl in Schwierigkeiten? Versuche optimistisch zu sein. Ich habe immer Vertrauen in David Russell. Wurde nie enttäuscht von ihm. Aber hast du mal die Szene von I Heart Huckabees gesehen? Wie er da ausrastet? Mhm. Zwei Soldaten und eine Krankenschwester waren eines Tages in. Wie heißt er? John Washington? Ja, John David Washington. Mag ich auch sehr. Wir haben einen Pakt geschlossen, uns gegenseitig zu beschützen. Egal, was passiert. Ey, und Christian Bale ist noch dünner als in Thor. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das Maske oder ist das echt? Angst, ehrlich gesagt. Ah, der Rami Malek. Sie und Woodman sind vom Tatort geflohen. Der Killer hat auf uns gezeigt. Wir haben nichts getan. Wie kommen Sie darauf, dass das Cillian Murphy? Ja, es gibt nicht viele, auf die folgende Beschreibung passt. Ein Arzt sucht sein Auge auf. Das ist Matthias Schönertz, ne? Ist er? Ja. Der mit dem, der Rechte? Der mit der Narbe, ja. Ach, was. Boah, alle dabei, alle dabei. Wegen etwas Grässlichem, das ihr gesehen habt. Das ist größer. Ich brauch gar nicht weiter gucken, ich guck den Film. Aber ich muss mal sagen, der hat gerade mit der Kauzigkeit von Christian Bale und noch so ein paar anderen Figuren, erweckt er eher so ein bisschen Coen Brothers Eindruck, oder? Ja, so ein bisschen. Aber ich find's sehr angenehm, dass Madame. Oh Gott, so ist er da anders auch noch dabei. Aber ich finde, dass die Hauptdarstellerin für mein Gefühl jetzt gerade. Oh, guck mal hier! Auch noch dabei, das gibt's doch nicht. Kuckuck. Dass Margot Robbie mal ein bisschen eine andere Rolle spielt, finde ich sehr angenehm. Michael Shannon. Timothy Olyphant hätte ich nicht mehr erkannt. Swift. Also ich wünsche ehrlich gesagt Rami Malek, dass der nach seinem James-Bond-Auftritt jetzt mal wieder was Vernünftiges macht. Deswegen macht er das. Oder dass er immer noch denselben spielt wie immer. Guck mal, er macht was Neues, er macht was Neues. Aber ich meine, Bale erkennt man ja fast gar nicht, so dürr wie der ist. Oh Mann, ey. Wird geguckt. Ja, ach, Andrea Riseborough ist auch noch mit dabei. American Hustle habe ich, glaube ich, dreimal direkt hintereinander gesehen. Aber hatte er nach American Hustle nicht noch diesen Joy gemacht? Ja, mochte ich auch. Ja, aber da muss ich sagen, der hat sich ein bisschen abgenutzt angefühlt. Aber Joy, aber das war nicht der,
Staubsauger. Doch, das doch, war der Wischmopper. Sie als Verkäuferin. Ja. Aber das war so, weiß ich nicht, das war so wie so... War nicht so gut wie die anderen, aber auch... Nö, aber ich mochte den trotzdem auch. Ja. Und J-Lo kann er Christian Bale, ich meine, dem haben die Ärzte ja schon mal gesagt, du darfst nicht die ganze Zeit Jojo mit deinem Körper spielen. Er hat auch, eigentlich, auch lange Zeit. Er hat auch gesagt, dass er das eigentlich nicht mehr machen will. Naja. Aber es fordert ihn, er hat ihn, wurde scheinbar wieder herausgefordert. Kann ich also, der Miss, also der Weiss, ne, das war ja wirklich... viel, was er da an Masse zugelegt hat. Jetzt für Thor ist er halt wirklich dünn gewesen schon wieder. Und da ist er nochmal eine... Überleg mal, wie dick der als Chaney war. Ja, ja, genau. Ach so, Weiß, ja. Na klar. Ja, ja, krass. Aber ja, ich gucke, ich bin auch gespannt. Also ich macht mir schon sehr viel Lust, was ich da sehe. Ja, ist alles perfekt. Ja, komm. Für mich. Haben wir nächsten. Hello. Your name is Carter. Who are you? We're gonna blow up this room in 20 seconds. 내가 왜 CIA에 쫓기는지 말해. Lass es bitte von Profis sein und nicht von irgendwelchen Regisseuren, die vorher noch nie was damit zu tun hatten. Ganz was Neues. Ah, den mag ich auch gern. Okay. Oh, Kamera. Oh. Du merkst, die machen was Neues mit der Kamera offensichtlich. Was ist das für eine Kamera? Was machen die denn da? Also alles mit Drohnenkameras gedreht, ne? Scheinbar. Sieht spannend aus. Okay. Guck ich mir an. Ich bin gekauft. Das war jetzt mal. Ja, ja. Guck mal, das war etwas, was, was The Gray Man so ein bisschen gefehlt hat. So Action-Szenen, wo du denkst, Weißt, also so einfach mal einen kurzen Moment des Aufblitzens oder des Verwundertseins oder irgendwie so beeindruckend. Wenn überlegt, du musst mal mit dem Rückenwind von Avengers, ne? Also die wollten ja nur einen Film machen, haben ja fünf gemacht, das Marvel-Universum. Und den Box-Office, ich glaube, die haben alleine nur mit den Filmen, die sie gemacht haben, knapp $7 Milliarden Box-Office gemacht. Da ist immer die Fallhöhe die Frage, ne? Also hier der 21 Bridges oder wie der hieß mit Chadwick Boseman. Auch der Sherry, der war toll inszeniert, ne? Hat tolle Bilder gehabt und so weiter. Aber ich glaube, die Russos müssen nochmal so einen Kick in die Butt bekommen, um dann nochmal neu zu justieren. Machen die nicht oder ist immer zwischendurch? Keine Ahnung, ich würde einfach nur sagen, Leute, guckt euch nochmal bitte Winter Soldier an. Ja. Guckt euch bitte einfach Winter Soldier an und alles, was ihr in Winter Soldier gemacht habt, ist gut. Ja, ist einfach ein und hinzu kommt noch Civil War, dieser Treppenhauskampf zum Beispiel. Ja, den nimmt er noch mit weiter und da habt ihr schon alles, was ihr wirklich gut könnt, gezeigt. Ja. So. Zeigt's einfach wieder. Mal zeigt, mal schauen, was das der nächste Trailer uns zeigt. Genau. Oh. Oh. Oh, nee. Oh, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Da habe ich sau Angst vor. Aber der zweite war okay, aber. Der zweite war überraschend gelungen. Ja. Aber das weiß ich nicht, ob das jetzt... Das für mich hört sich das so an wie nochmal alles wiederholen. I'm living on borrowed time. No more watching movies. I'm gonna make a movie! Aha, okay. Okay. Also, es ist Meta-Story. Working here. Meta. Everything in the script is something either me or someone I know said. I'm not even supposed to be here today! Natürlich. Kay and Silent Bob could be characters. Kay and Silent Bob are like C-3PO and R2-D2. They've been here since the first movie, which was the last time they were cool. But they've been with the franchise so long, they still give them cameos and put them on the lunchboxes. Snoochie Booches! Please tell me why! Can't believe in you. Ach, sie ist auch wieder dabei, wie schön. Sie ist immer noch dabei. Deswegen, immer wieder. Aber er sieht nicht wertig aus, ne? Die Kamera ist nicht gut, leider. Ach, ist auch dabei. Ja, alle Freunde sind dabei. What the hell is this? I added a scene where you get shot. I'm not letting you kill me off in the third act. What if there's a sequel? A sequel? What am I, a hack? Okay. Musste ich schmunzeln gerade, ehrlich gesagt, bei dem Zeigefinger. Aber ich vertraue, ich habe kein Vertrauen, muss ich gestehen. Oh, ich habe leider kein Vertrauen. Also ich muss sagen, nach dem Reboot von Jay und Silent Bob, also nach diesem Reboot-Film,
ist der Kredit für Kevin Smith echt schon aufgeraucht, so, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes, so. Ja. Und auch bei dem Walross-Film dachte ich schon, oh Mann. Der Walross-Film war furchtbar, aber der danach, naja, also ich fand den Walross-Film echt. Ich bin gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das schafft. Reizt so viel Spaß mich zu machen. Überhaupt nicht. Ich bin halt ja, riesen, riesengroßer Fan des ersten Films. Ich liebe diesen ersten Teil, ja, deswegen. Und ich war überrascht, dass der zweite eigentlich echt noch gut funktioniert hat, weil ich nie gedacht hätte, dass das nochmal funktionieren kann. Der war sehr witzig, muss ich sagen. Der war schon stellenweise echt wirklich gelungen und auch grenzwertig gelungen. Das Finale ist grandios. Aber nach diesen, nach den letzten Filmen von ihm, es sieht ja leider echt ein bisschen schlecht aus. Ich verstehe auch gar nicht, er hat damals den Film, mit wie viel Dollar hat er gedreht? 16.000 oder so? Und sowas, ne? Ja. Super und das 8. Schwarz-Weiße und die Kamera, das sah ja alles geil aus. Ja. Warum geht er nicht wieder zurück zu genau eben das Ding? Also weil da macht er halt den gleichen Scheiß halt. Weil es so einfacher ist. Weil du mehr drehen kannst, die ganze Zeit. Ja, stimmt. Du musst nicht darauf achten, dass der Film, dass das der teure Film gleich alle ist. Aber das wäre dann halt eben ein Argument dafür zu sagen, okay, ich denke mir das alles nochmal ein bisschen genauer durch und mach nicht einfach wieder, versuch irgendwie zu improvisieren auf Teufel komm raus. Für mich klingt das ehrlich gesagt, oder sieht aus wie, vergessen war da. Wie eine Notlösung, weißt du? Ja. So nach dem Motto, was macht er jetzt? Alles hat nicht funktioniert in den letzten 8, 9 Jahren. Okay, letzte Chance nochmal irgendwie einen neuen Teil von Clerks rausbringen. Also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen oder überzeugen, aber ich habe ein bisschen Angst davon. Ich auch, davor. Aber das, ich muss sagen, das macht mir noch weniger Angst als der Jane Silent Bob Trailer damals. Ich habe mir den nicht mal angeguckt, den neuen. Gut, next one. Oh. Ach so. Oh. Ach du meine Güte, Rob Zombie Film von The Monsters. Rob Zombie, the director of House of a Thousand Corpses, Halloween, and the Devil's Rejects brings you the greatest love story ever. Okay. I don't like the sound of that. Kann der Comedy? The brain of a super genius transplanted into the body of a perfect physical specimen. I want a man that makes my blood run cold. Also bisher könnt ihr auch auf Disney Plus laufen, ne? Bisher könnte das auch What We Do in the Shadows etwas teurer sein. Ja. Die spielen alle ganz gut. Ach, das ist so die Origin-Story von den Monsters. Ich meine, wenn die sich kennenlernen und so. Das sieht alles nach Studio aus. Sieht alles billig aus, aber es ist ganz sympathisch, muss ich gestehen. Das Licht ist nicht gut. Kamera und Licht ist nicht gut, leider. Warum sieht das alles so schäbig aus? Greetings from Transylvania. What? That's a strange way of saying hello. Oh, I guess we're gonna have to get used to it. Kann Rob Zombie Komödie? Bislang habe ich noch nichts von ihm da in dieser Richtung gesehen, aber ich muss auch sagen, mein Interesse oder meine Neugier darauf ist auch nicht gerade die größte jetzt gerade. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen Kurzfilm, einen witzigen Kurzfilm. Halbe Stunde. 10 Minuten, 15 Minuten. Maximal. Von wegen, auch meinetwegen auch 30 Minuten, könnte ich mir vorstellen, dass es witzig ist. Das auf 100 Minuten bin ich nicht so raus. Ja. Also ich muss auch sagen, holt mich nicht so wirklich ab. Naja gut, haben wir noch einen? Können wir noch was machen? Oh, da habe ich Bock drauf. Das ist mein Film. Ah ja, das ist das hier. Das ist mein Film. The Fall oder so, ne?
Da haben wir die Neufassung von Vertical Limit. Eine der besten Szenen, die jemals gedreht wurden in Vertical Limit, die Anfangssequenz. Und deswegen... Ach, ist das der mit dem geilen Plakat? Ja, das ist der mit dem riesigen... Riesigen Säule. Mit einer riesigen Antenne, ja. Das Plakat war ziemlich geil. Ja, ich hab da Bock drauf. Ich kann's nicht. Ripley hat sich umentschieden. Ich verstehe nicht, wie man aus der Story einen ganzen Film macht. Wie man daraus 100 Minuten macht oder so. Ja, 80 ist es ja nur 80. Ja, 80 fände ich sinnvoll. 80 fände ich geil. Aber wenn jemand Höhenangst hat, wie ich, ist das ganz schön toll. Würdet ihr da draufklettern? Also du nicht, wenn ich... Ich hab's mal versucht mit Kumpels. Wir sind nur bis auf eine Höhe von ungefähr 5 Stockwerken gekommen. Danach war der ganze Körper verkrampft und konnte sich nicht mehr bewegen. Aber wie machst du daraus einen Langfilm jetzt? Das verstehe ich nicht. Ja, du hast erstmal den Anfang. Trailer hab ich schon gesehen. So, und ich hoffe, dass das das Setup bisher nur ist. Ui. Oh. Jo, das ist mein Film. Allein dafür gucke ich mir den an. Oh, einen Tag machen meinen Geburtstag. We don't have a signal. Ach so, sie müssen runterkommen. Okay. Ui, ui, ui. Ja. Ah, so ein bisschen wie der Seilbahnfilm, ne? Im Schnee. Ja, ja, wie hieß er? Frozen, glaube ich. Frozen, ja, hast du den mal gesehen? Mit den Wölfen. Die Wölfe. Oh, das ist so also, gemeiner Film. Das mit den Wölfen war Quatsch. Aber, ja, aber das war die Ausgangssituation. Ja, aber das finde ich gar nicht. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Nee, ich kann nicht auch sagen. Ich hab, das ist ein günstiger Film, aber der ist für mich. Vom Thema und von der Inszenierung. Bisher zumindest, was wir gesehen haben. Ey, auf so Extremsituationen stehe ich sowieso. Wenn Leute irgendwo eingepfercht sind oder irgendwie Open Water, fand ich auch ein schlimmer Albtraum für mich. Horror. Ja. Absoluter Horror. Also Open deswegen, hat mich jetzt schon ein bisschen abgeholt. Ja, Spaß gemacht. Also das ist aus der Reihe, was wir jetzt eben gesehen haben, würde ich sagen, den würde ich mir jetzt, wenn der jetzt in einer halben Stunde liefe, würde ich mir den angucken. Okay, ich komme glaube ich auf Hulu oder über Hulu. Achso, ich dachte, das wäre so ein Netflix-Film. Vielleicht kommt er dann noch zu Netflix. Ja, der ins Kino. Nee, der kommt, glaube ich. So. Ey, wenn der ins Kino kommt, schön. Wär super. Weil ich glaube, der knallt richtig im Kino. Im Kino, glaube ich, ist das. Das ist halt auch so, wie wir halt in der letzten Sendung haben, Princess und sowas, ne? Im Kino, glaube ich, da können diese Filme nochmal einen ganz anderen Effekt, eine ganz andere, sag ich mal, Bereitschaft und eine ganz andere Aufmerksamkeit erzeugen. Zu Hause haben die es halt schwer. Ja. Du hast halt das Handy, du hast einen Computer, du hast irgendwie, weiß nicht, die Kinder, die vorne rumrennen oder die halt irgendwie reinkommen oder sonst irgendwelche Leute. Und ja, da bist du dann ruckzuck abgelenkt von so einem Film und lässt dich nicht so ganz darauf ein. Wenn es... Filme, bei denen es um Vibe geht und weniger um Geschichte, haben es immer schwer zu Hause. Ja, ja. Klar. Können wir noch einen gucken? Oh, ist das Herr der Ringe? Oh. Oh, nee. Da bin ich gespannt, da habe ich auch noch nichts von gesehen. Ja. Ist eigenartig. Oh. Oh, sie ist auch dabei. Weiß man, was das mit dem Meteor auf sich hat? Nee. Ist das ein bekanntes Story-Moment? Nee, ne? Du, das ist ja das Ding, man weiß ja. Gar oder nicht kommt, so oder wirklich. Kommt hier. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Trailer schon gesehen und ich finde, sie haben sich keinen Gefallen damit getan. Mit dem Trailer? Da, mit dem Dings da, mit dem Teaser. Warum? Weil der hat mich überhaupt nicht angefixt. Mhm. Ich finde es da auch, ehrlich gesagt, alles nicht gut aus. Fand ich auch. Also ich finde weder Kostüme noch Maskerade noch... Die Vögel sahen auch cool. Die Vögel, ich finde es alles... Ich habe gedacht so, das will ich nicht.
Ich will lieber in dem Glauben bleiben, das wird richtig geil ab Anfang September. Hat mich nicht abgeholt. Überhaupt nicht. Ist die teuer? Haben die ja, da? Also ja, richtig teuer. Also Amazon hat richtig viel Kohle ausgegeben. Weil ich hätte jetzt auch gedacht, wenn jemand für irgendwas Geld ausgibt, dann für dieses Projekt. Also ich glaube, da steckt eine halbe Milliarde drin in dem Projekt. Oha, das sei jetzt nicht nach einer. Naja, gut. Aber ja, es ist ja noch Anfang. Genau. Ja, aber deswegen ja. Deswegen, ich finde, sowas gibst du nicht am Anfang raus. Aber das verstehe ich auch nicht. Der erste Trailer, den sie hatten, der war schon nicht so, der sah halt aus wie ein CGI-Abenteuer, das du 50-fach im Kino gesehen hast. Genau. Dann kamen diese Bilder aber von den Orks und die sahen gut aus. Also da hat man gemerkt, ja, weil das echte Masken waren. Weil es echte Masken waren und weil sie halt wieder auf echte Masken und echte Orks gehen. Mhm. So, hier bist du wieder bei diesem viel zu CGI-lastigen oder deutlich mehr mit überhaupt CGI. Überhaupt nicht geholfen, oder? Also zum Abenteuer so. Das ist ein Teaser. Wir gucken gerade Tease Me, aber wir wurden nicht angeteased, finde ich. Ich bin interessiert, aber ich bin nicht. Also ich bin ohnehin angeteased. Also mir, ich sehe es wie ähnlich wie du. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt, wenn es vielleicht eher einen falschen Eindruck erweckt, weil wir müssen uns auch klar machen, was wir immer sehen, sind 2 Minuten von was weiß ich. Genau, aber das brauchst du ja nicht. Wir alle wissen ja, wir kennen ja die Welt von Mittelerde. Wir wissen ja, was da passiert. Ich meine, es gab 6 Filme, von denen 3 richtig geil waren, 3. Okay. Okay. Mhm. Also wir wissen, also alle sind ja so und so gehypt. Warum dann sowas Kladderadatschiges aufbringen? Ja, aber hier kommt jetzt halt aber auch wieder ein Problem zum Tragen, meiner Ansicht nach. Natürlich, ne? Und das ist so das ganz große, wo ich halt auch denke, warum nennst du die Serie Herr der Ringe? Weil wir alle so geeicht sind durch die Optik, die Peter Jackson da uns gebracht hat, ja, und wie es inszeniert hat und so weiter, dass ich glaube, jede andere Optik, die davon abweicht, schon automatisch befremdlich ist. Und du hast neue Gesichter. Und du hast neue Gesichter und es ist ja die Ringe der Macht. Es soll ja, glaube ich, ich schätze mal, es wird die Herleitung, wie diese Ringe entstanden sind. Ja, ich könnte mir vorstellen, dieser Meteor, der da einkracht, aus dem werden dann die Ringe geschmiedet oder irgendwie sowas. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es so ein Thema ist. Und es ist aber nicht das Herr der Ringe, was alle kennen. Ja, aber es ist ja trotzdem in dieser Welt zu Hause. Und deswegen es muss ja nicht the same state of the art sein, aber wenn du weißt, als Firma, als Streamer, da ist so viel Druck drauf, ne? Wie nimmst du denn den Druck? Den Druck nimmst du ja nicht, indem du etwas Halbfertiges drauf. Vielleicht ist es ja auch gerade eine Provokation. Und die sagen, schaut es euch am Ende an, ist ja vielleicht auch so eine Marketingstrategie. Ja. Aber ich finde es nicht gut. Also ich sehe das aber ähnlich. Also wenn du einen richtigen Teaser, der erste Teaser für ein großes, ein 500-Millionen-Projekt muss knallen. Genau. Und wenn es nur 1 Minute ist, und hier haben sie gedacht, oh, wir wollen Neugierde erwecken und wir zeigen ganz kurz, wie es da aussieht, aber wir erzählen schon mal, es geht um etwas, was ihr nicht erwartet, nämlich irgendein Meteor, der abstürzt. Wir sehen ja nichts. Wir sehen ja nur Leute, die auf den Meteor gucken. Und das reicht tatsächlich auch für mein Gefühl nicht. Aber Alvin, kurz eine Frage. Ich komme dann auch zum Ende. Ja. Das war jetzt der eigentliche Trailer oder war das der Teaser auf den Trailer? Nee, es gibt nichts anderes. Das ist nun, also für mich war das jetzt ein Teaser. Weil es könnte ja sein, dass das, genau, es könnte ja sein, dass es nochmal eine Langfassung von eben genau dem gibt, was wir gesehen haben. Mit Sicherheit. Und das demnächst dann noch kommt. Und, aber guck dir die Star Wars Teaser an. Ganz egal, wie schlecht die am Ende werden, die Filme, wir sind immer gehuckt gewesen. Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Und da hast du auch nichts erkannt, außer ein paar Gesichter. Ich fand die Teaser meistens besser als die Trailer. Teaser waren besser als Trailer. Ja. Gut, aber lasst uns gerne wissen, welcher von den hier gezeigten Trailern oder Teasern hat euch am meisten angesprochen? Worauf habt ihr am meisten Bock? Und natürlich, ja, was sagt ihr zum Herr der Ringe? Teaser, Trailer, was auch immer. lasst uns gerne wissen. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, egal in welcher Form, ob bei der Binge, Tease Me, Kino Plus oder wo auch immer. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Steven. Danke dir, Schröck. Und vielen Dank euch da draußen. Macht's gut. Tschüss.